Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur fünften Vorlesung der K-Universale Interdisziplinäre Vorgangsreihe im Wintersemester 2020-21 zur Frage der Solidarität, Konzepte, Kontroversen, Perspektiven. Es ist eine große Freude, heute Herrn Prof. Dr. Frank Adloff, Professor für Soziologie, insbesondere Dynamiken und Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft an der Universität Hamburg, als nächsten Gastdozent begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Frank Adloff wurde 1969 in Wuppertal geboren. Er studierte in den Jahren 1990 bis 1995 Soziologie, Philosophie und Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der FU Berlin, wo er 1996 sein Diplom in Soziologie 2002 erfolgte seine Promotion an der FU Berlin. Im Jahr 2004 war er Theodor Heuss Lecturer an der New School for Social Research in New York. Von 2000 bis 2002 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mecenata-Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und danach von 2002 bis 2007 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Soziologie Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien, Universität Göttingen. Während dieser Zeit war er dazu auch noch Max Weber Fellow am Department of Political and Social Sciences of the European University Institute Florence. Von 2007 bis 2009 war er Professor für die Soziologie Nordamerikas am John F. Kennedy Institute für Nordamerika-Studien der FU Berlin und 2009 erfolgte seine Habilitation an der Universität Göttingen. Von 2010 bis 2016 hat er den Lehrstuhl für Allgemeine und Kultursoziologie an der FAU in Erlangen-Nürnberg inne und in der Zeit war er 2013-2014 Senior Fellow am Center for Global Cooperation Design Research in Duisburg. Seit September 2016 ist er dann im Zuge einer Clusterberufung zum Thema Nachhaltigkeit als Professor für Soziologie, insbesondere Dynamiken und Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft, im Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg tätig. Frank Adloff leitet momentan auch die DFG-Kolleg-Forschungsgruppe Zukunft der Nachhaltigkeit. Bezüglich Publikationen hat Frank Adloff eine sehr beeindruckende Publikationsliste. Es ist unmöglich, dies in einer Vollständigkeit vorzulesen. Deswegen nur ein ganz selektiver Ausschnitt. 2002, Untersuchungen zum deutschen Stiftungswesen. 2003, im Dienste der Arme, katholische Kirche und amerikanische Sozialpolitik im 20. Jahrhundert. 2004, Visions and Roles of Foundations in Europe, the German Report. 2005, Zivilgesellschaft, Theorie und politische Praxis. 2010, philanthropisches Handeln, eine historische Soziologie des Stiftens in Deutschland und den USA. 2016, Gifts of Cooperation, Maus and Pragmatism. 2019, Prekarität versus Klima, ein konfialistischer Rückblick auf die Geldwesten. 2019, Ambivalenzen des Gebens, Hilfe zwischen Hierarchie und Solidarität. Und dann herausgegeben mit Benno Flatwit und Martina Hasenfratz und Sigurd Nickel in 2020, Imaginationen von Nachhaltigkeit, Katastrophe, Krise, Normalisierung. Auch herausgegeben mit Sigurd Nickel, Gesellschaftstheorie im Anthropozän, auch in 2020. Dann zu zwei Veröffentlichungen möchte ich was mehr sagen. 2018 gab es Politik der Gabe für ein anderes Zusammenleben. Das Grundmotiv in diesem für das zentrale Thema dieser Vorlesungsreihe sehr wichtigen Buch wird von der Suche nach alternativen Formen des Zusammenlebens bestimmt. Die frei von Ausbeutung, Konkurrenz und dem alles beherrschenden kapitalistischen Marktprinzip sind. Inspiriert von Ideen des Anthropologen Marcel Mauss lädt Adloff seine Leserinnen eingangs dazu ein, sich mit ihm auf die Suche nach Alternativen zu begeben, die reformistisch und zugleich radikal dazu beitragen können, Utilitarismus und maßloses Wachstum zu überwinden. Adloffs interdisziplinär angelegtes Buch lässt keinen Zweifel daran, dass der Mensch im Grunde ein soziales und kooperationswilliges Wesen ist. Was somit am Ende bleibt, ist ein Kaleidoskop des interessanten Perspektiven aus radikal-demokratischen Theorien und Praktiken eröffnet,
die Adloff gekonnt mit einer Lektüre der Hauptwerke von Marcel Mauss verbindet. Ein inspirierendes Buch, das sich für eine europäische und globale Politik der Konvivialität ausspricht und das vielen Leserinnen zu wünschen ist. Es dürfte so manchen dazu ermuntern, sich in einer heute so zahlreich existierenden sozialen Bewegung und Initiative zu engagieren, um die immer deutlich werdenden Risse der alternativlos erscheinenden Gegenwart größer werden zu lassen und den Kapitalismus aufzubrechen. Dann ist auch noch von Kurzem erschienen in 2020 Capitalism and Civil Society Revisited or Conceptualizing a Civil Sustainable and Solidary Economy in the International Journal of Politics, Culture and Society. Und hier kehrt Adloff zu seinem früheren Schwerpunkt des Konzepts der Zivilgesellschaft oder Civil Society zurück und behauptet, dass diese nicht als eine Sphäre, die unabhängig von Wirtschaft existiert, analysiert werden sollte. Die Wirtschaft ist nicht nur in der Zivilgesellschaft eingebettet, sondern sie kann sogar, und anders als es von Neoliberalen behauptet wird, aufgrund zivilgesellschaftlichen Prinzipien eingerichtet werden. Dieser Gedanke ermöglicht die grundsätzliche Neugestaltung einer zivilen, nachhaltigen und solidarischen Ökonomie. Das ist nicht bloß eine Utopie, sondern es wird schon in ganz konkreten lokalen Initiativen verwirklicht. Und ich zitiere jetzt vom Fazit. For at least today, we cannot imagine that a pluralistic and heterogeneous civil society alone can produce and stabilize a post-capitalist, inclusive and democratic alternative. But only social experiments can test out how the governing principles of state power and market and civil association can relate productively to each other in the future. These issues cannot always be addressed by means of the established value-neutral methods of social science. They are subject to the social and political struggle over the settings of topics and the predominance of definition. In this entanglement of a political term and a social science concept lies the attraction, as much as the difficulty of the concept of civil society. Liebe Frank, wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag mit dem Titel Über Gesellschaft hinaus, Solidarität mit nichtmenschlichem Leben. Ja, lieber Jost, vielen, vielen Dank für diese überaus ausführliche, sehr freundliche Einführung und vielen Dank auch zunächst nochmal für die Einladung an die Katholische Universität Eichstätt eigentlich zu kommen. Die Umstände erlauben es nicht. Gerne wäre ich persönlich erschienen, jetzt über Homeoffice Zooming. Jedenfalls herzlichen Dank für die Einladung zur K-Universale. Und in deiner ausführlichen Einleitung hast du ja ein paar Dinge herausgestellt. Und ich denke, das zuletzt, das passt ganz gut. Also auch heute wird es sicherlich an manchen Stellen ineinandergreifen. Analytische Perspektiven und auch gewisse normative Standpunkte werden hier sicherlich ineinander fließen. Ja, der Titel heute über Gesellschaft hinaus, Solidarität mit nichtmenschlichem Leben. Das heißt, ich möchte heute den Blick über das menschliche Zusammenleben hinausgehend weiten und fragen, inwiefern es Solidarität zwischen Menschen und Tieren oder gar Pflanzen geben kann. Dieses Thema ist meines Erachtens sowohl von theoretischer Relevanz, es fordert die Soziologie als Gesellschaftswissenschaft immens heraus und es ist natürlich von hoher praktischer Relevanz. Wie wir mit Natur umgehen, ist zentral für Fragen der Nachhaltigkeit, des Umgangs mit dem Klimawandel, für die Perpetuierung oder Beendigung der Ausbeutung von Natur. Die globale Erderwärmung oder der Verlust der Biodiversität stellen bekanntermaßen menschliche Gesellschaften in den kommenden Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten vor enorme Herausforderungen. Im Umgang mit den damit verknüpften gesellschaftlichen und ökologischen Krisen wird von großer Bedeutung sein, wie sich das Verhältnis zwischen Gesellschaften und der Natur gestaltet. Unterschiedliche Naturverständnisse implizieren unterschiedliche gesellschaftliche Naturverhältnisse. So sind auch die unterschiedlichen Vorstellungen von Nachhaltigkeit von ganz unterschiedlichen Naturkonzepten geprägt. Ökologische Modernisierer beispielsweise betrachten Natur als Ressource und damit anders als viele Vertreter sozialökologischer Bewegungen, die beispielsweise vom Eigenwert von natürlichen Entitäten ausgehen. Die nächste Folie bitte. Mit der anthropogenen Erderwärmung, dem radikalen Schwund an Biodiversität sowie der Diskussion um das Konzept des Anthropozäns erleben wir aktuell, wie immens Gesellschaft von nichtmenschlichen Faktoren wie dem Erdsystem mit seiner Tier- und Pflanzenwelt abhängt.
Das Anthropozän gilt als neue geochronologische irdische Epoche, in der der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Beispielsweise verliert die Erde aufgrund menschlicher Eingriffe derzeit 100 Spezies pro Tag. Und wenn die Ausrottung von Pflanzen und Tieren nicht gestoppt wird, wird das Anthropozän rund 50% aller existierenden Spezies vernichten. Man spricht auch von einem sechsten Massensterben, in dem wir uns derzeit befinden. Schroffe Eingriffe in die Natur lassen sich bis in das Neolithikum zurückverfolgen. Doch erst mit der Durchsetzung von Kapitalismus und Technik vor rund 200 Jahren setzt die Emission großer Mengen von CO2 und damit das erste Take-off zum Anthropozän ein. Eine beschleunigte Freisetzung von Treibhausgasen und dramatische Steigerungen beim Energie-, Wasser- und Düngemittelverbrauch sind seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu konstatieren. Und so gilt das Jahr 1950 denn auch vielen Beobachtern als der eigentliche Beginn des Anthropozäns. Die Sozialwissenschaften haben sich in diese Debatten bislang zumeist aus einer kapitalismuskritischen Perspektive eingebracht und betont, dass nicht die Menschheit als Ganzes, sondern hauptsächlich der Westen mit seinem kapitalistischen Wirtschaftssystem für das Erreichen oder das Überschreiten planetarischer Grenzen verantwortlich sei. Das ist richtig, doch soll die Auseinandersetzung darum hier und heute nicht weiterverfolgt werden, denn etwas anderes ist für mich entscheidend. Es mehren sich mittlerweile die Stimmen, die darauf drängen, die Welt neu zu denken und viele überkommene Kategorien neu zu figurieren. So werden aktuell die Naturwissenschaften nicht nur politisch, wir beobachten auch, wie die Sozial- und Kulturwissenschaften mehr und mehr beginnen, sich mit den materiellen Grundlagen von Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dabei ist die Herausforderung groß. So hat der Historiker Dipesh Chakrabarty die Auffassung vertreten, dass die Differenz zwischen Natur- und Menschheitsgeschichte nicht mehr trägt, sondern geradezu kollabiert. Die Menschheit befindet sich in einer neuen Zeitordnung, in der alles Natürliche von Menschen geformt ist und doch jenseits menschlicher Erfahrung und Erinnerung liegt. Zu groß sind die jeweiligen Zeithorizonte mit Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft. Sowohl die Folgen der Erderwärmung als auch die des Artenschwunds sind in keiner Weise zeitlich zu überschauen. Sie werden mehrere Zehntausende von Jahren umfassen und sprengen das bisherige Verständnis menschlicher Geschichtlichkeit. Das Naturverständnis der Soziologie und weiter Teile der Gesellschaft selbst beruht hingegen auf der Vorstellung einer stabilen Natur, vor dessen Hintergrund sich die menschlichen Aktivitäten abspielen. Dies ist im Anthropozän nicht mehr gegeben. Der Hintergrund wird zum volatilen Vordergrund mit der derzeitig zu beobachtenden Konsequenz, dass sich Natur in manchen Hinsichten heute schneller verändert als Gesellschaften. Es scheint fast so zu sein, wie der Philosoph Clive Hamilton herausgestellt hat, dass der Mensch als geologische Kraft Willen in die Natur injiziert hat. Menschliche Gesellschaften lassen sich jedenfalls nicht mehr unabhängig vom Erdsystem analysieren. Dieser Herausforderung sind die Kultur- und Sozialwissenschaften bisher nicht gewachsen und weit davon entfernt, die Tragweite des Anthropozäns für das Zusammenleben auf der Erde richtig einzuschätzen. Einige soziale Bewegungen sind hier schon weiter und mahnen ein neues Naturverständnis, eine Solidarität mit der Natur, eine Sorge für die Natur ein. Die Herausforderung berührt auch ontologische Fragen nach dem Gegenstandsbereich der Soziologie. Was ist Gesellschaft? Und damit implizit auch die Frage, was ist Natur? Bisher dominieren kulturalistische und sozialkonstruktivistische Perspektiven und eine die Soziologie zu weiten Teilen immer noch beherrschende Subjekt-Objekt-Dichotomie, die wichtige Fragen nicht stellen und nicht beantworten kann. Anders gewendet. Die typische Auffassung der Soziologie lautet, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen über die Realität der Natur haben, aber die eigentliche Realität der Natur den Naturwissenschaften überlassen bleiben sollte. Eine alternative Position, wie sie bislang hauptsächlich von den Science and Technology Studies vorgestellt wurde, lautet, dass verschiedene Realitäten durch verschiedene Praktiken in Werk gesetzt werden. Im ersten Fall, typisch für die Soziologie als Disziplin, stellt man epistemologische Fragen und geht davon aus, dass es eine Natur, aber viele Kulturen, also Perspektiven auf die Natur gibt. Das ist das Modell des modernen westlichen Naturalismus. Folgt man dem zweiten, radikaleren Ansatz, setzt man sich mit ontologischen Fragen auseinander und es gibt dann nicht nur eine Welt, sondern unter Umständen mehrere enaktierte Welten.
Der Anthropologe Philippe Descolas geht in seiner einflussreichen Naturalismusanalyse von einer im Westen nun schon lange bestehenden, stabilen ontologischen Differenz von Subjekt und Objekt, von Kultur und Natur aus. Dabei stellt er heraus, dass der Westen zutiefst von der Kontroverse zwischen Materialismus und Mentalismus geprägt ist. Auf der einen Seite versucht man zu zeigen, dass alles naturalistisch auf materielle Prozesse zurückzuführen ist. Das ist etwa die Sicht der Naturwissenschaften von Teilen der Psychologie und Philosophie. Auf der anderen Seite vertritt man einen zeichentheoretischen Idealismus, der davon ausgeht, dass die Welt nur über Zeichen und Sprache erschließbar ist. So betonen konstruktivistische Ansätze, dass Natur erst dann erkennbar wird, wenn man sie kulturell interpretiert. Ein Folienwechsel bitte. Naturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Blickwinkel ergänzen sich hier in der Regel komplementär. Die Naturwissenschaft vermag anzugeben, wie Naturphänomene zu deuten sind. Die Kulturwissenschaften erklären, wie unterschiedlich Kulturen auf Phänomene der Natur blicken. Man trennt also erstens zwischen Kultur und der naturwissenschaftlichen Natur. Im zweiten Schritt wird der Bereich der Kultur nochmals unterschieden zwischen einerseits verschiedenen Kulturen und andererseits sozial konstruierten, vielfältigen Naturvorstellungen, die man dann gerne auch nochmal unterscheidet nach modern versus traditionell. Wenn Sie nicht dem naturwissenschaftlichen Naturbegriff folgen, können solche Naturvorstellungen zwar rational rekonstruiert werden, sind aber dann epistemologisch falsch. Die Beschreibungen animistischer oder sogenannter traditionalistischer Lebensformen können auf diese Weise gar nicht mit der westlichen Ontologie konkurrieren, da diese den Kulturen und ihren sozial konstruierten Naturen immer schon den entsprechenden Platz zuweist. Die Soziologie ist diesem ontologischen Standardmodell weitgehend gefolgt. Zwar gab es in der Geschichte der Soziologie einige bedeutende Beiträge zu der Frage, wie gesellschaftliche Naturverhältnisse soziologisch zu reflektieren seien. Man denke nur an Marx, an Ulrich Beck oder Niklas Luhmann in den 1980er Jahren. Doch die meisten einflussreichen Großtheorien, etwa die von Weber, Durkheim, Habermas, Bourdieu oder Foucault, haben keinen besonderen Wert darauf gelegt, die Vermittlung von Gesellschaft und Natur genauer in den Blick zu nehmen. Sie analysieren menschliche Gesellschaften, die sich klar von dem stabilen Hintergrund der Natur abheben. Folienwechsel bitte. Eine Ausnahme bilden die ja schon erwähnten STS, Science and Technology Studies, und insbesondere die Arbeiten Bruno Latours. Er vertritt bekanntlich die These einer modernen Purifizierungs-, also Reinigungsarbeit, die auf der Ebene des wissenschaftlichen Diskurses zu einer strikten Trennung zwischen Objekten der Natur und der Welt des Sozialen führte. Doch sind diese Welten faktisch und praktisch aufs Engste miteinander verwoben. Die Trennung von Natur und Gesellschaft, wie sie im Selbstbild der Moderne vorliegt, hat dieser Sicht zufolge so nie stattgefunden. Für Latour konstituiert sich unsere Realität nur über die Verkopplung von Menschen mit natürlichen, vor allem auch technischen Dingen. Alle hybriden Wesen haben eine gewisse Handlungsmacht und beruhen auf dieser Vermengung von Kultur und Natur. Für Latour tun also die Modernen nicht, was sie sagen, und sie sagen nicht, was sie tun. Durch die vorherrschende Denkweise der Trennung von Natur und Kultur können die Modernen nicht sehen, wie jede Veränderung der Natur die Gesellschaftsordnung mitverändert. Ich zitiere Latour aus seinem Buch »Wir sind nie modern gewesen«. Für jeden Zustand der Natur gibt es einen korrespondierenden Zustand der Gesellschaft. Faktisch leben wir also schon lange in einem Zeitalter nach der Natur, auch wenn wir dies in unserem Weltbild selten anerkennen. Politisch zieht Latour daraus einige weitreichende Schlüsse. In seinem Buch »Kampf um Gaia«, auf Deutsch 2017 erschienen, führt er aus, dass es zur Verteidigung Gaias der Bündnisse mit Teilaspekten der Erde bedürfe, etwa mit den Regenwäldern, den Ozeanen, der Artenvielfalt in den Biodiversitäts-Hotspots, mit den Böden und so weiter. Bevölkerungen, die von diesen Komponenten Gaias abhängen, sollen sich mit ihnen verbünden und ihre Subsistenzgrundlagen verteidigen gegen die disruptiven und ortlosen Kräfte des globalen Kapitalismus. Da die Nichtmenschen nicht auf gleiche Weise für sich sprechen können wie die Menschen, müssten die nichtmenschlichen Lebewesen und Ökosysteme politisch repräsentiert werden. Die Wälder, die Luft und die Meere bräuchten daher Sprecher und Sprecherinnen. Sozialtheoretisch wird von Latour nicht vorentschieden, welche Klassen von Akteuren existieren.
Es wird nicht per se eine Trennung von menschlichen Akteuren und nichtmenschlichen passiven Mitteln oder Objekten vorgenommen, wie in anderen Sozialtheorien. Erst in der Verknüpfung von prinzipiell gleichwertigen Aktanten zu Akteurnetzwerken entstehen Handlungen. Zwischen Objekt und Subjekt bzw. Akteur wird nicht unterschieden und alles kann nach Latour ein Akteur sein oder werden. Dennoch muss man zwischen verschiedenen Entitäten, so meine ich, unterscheiden können. Denn abiotische Entitäten haben keine Kapazitäten für Subjektivität, Absichten, Gefühle oder zeichenhafte Kommunikation. So sollte man mindestens zwischen lebenden und nicht lebenden Aktanten unterscheiden. Nur auf diese Weise können nämlich auch normative Fragen nach Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen bzw. nach deren moralischen Eigenwert adressiert werden. Außerdem wird so verständlich, wie Solidarität über die Grenzen von Spezies hinweg entstehen kann. Diese Erfahrungsdimension des Lebens kennen Menschen aus vielfältigen Kontexten, selbstverständlich auch im Umgang mit Natur. Diese wird im lebensweltlichen Alltag längst nicht nur als Ressource, Ding oder Mechanik erfahren. Natur wird holistisch erlebt und gefühlt und die Erfahrung von Natur als ein Gegenüber begleitet die westliche Moderne auch von Anfang an. Am ausgeprägtesten zeigt sich dies in romantischen Strömungen. Nur ist diese Form von Erfahrung nicht in den Mainstream wissenschaftlicher Welterfahrung und Weltbeschreibung eingegangen. Wir finden diesen Strang hingegen in der Alltagswahrnehmung, in ästhetischen Erfahrungen, in der Kunsttheorie, der Naturästhetik oder in Varianten des ökologischen Denkens. So leben die Modernen in zwei Welten. Auf der einen Seite greift man auf das formale, wissenschaftlich gewonnene Wissen zurück. Zum anderen machen Menschen permanent praktische Erfahrungen, die längst nicht immer mit dem wissenschaftlichen Wissen deckungsgleich sind. Natürlich hat das wissenschaftliche Wissen auch die Erfahrungen des Alltags verändert. Das Wissen um die Photosynthese verändert den Blick auf Pflanzen. Astronomisches Wissen, die Sicht auf Sterne. Von Dinosauriern oder dem Klimawandel wissen wir natürlich nur etwas aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse. Lebensweltliche Erfahrungen, die nicht deckungsgleich mit wissenschaftlichem Wissen sind, fristen in der Moderne hingegen ein epistemisches Schattendasein. Da sie der Weltwahrnehmung der Nichtmodernen ähneln, bleiben diese Erfahrungen in offiziellen Diskursen häufig randständig und prekär. Wissenschaftliche Methoden haben weitgehend die unmittelbare holistische Erfahrung des Alltags ausgeklammert und wegen ihrer vorgeblichen Subjektivität, verklärenden Romantik und Rückwärtsgewandtheit abgelehnt und epistemisch ausgegrenzt. Solidarität mit der Natur erscheint dann als Esoterik. Im Englischen ist mit Tree-Hugger, ich zitiere, ein zugedröhnter, bestenfalls verwirrter Hippie gemeint, der umhergeht und Bäume umarmt, um sich mit der Natur zu verbinden. So ein Wikipedia-Eintrag. Also ein dezidiert abwertender Begriff für einen Umweltaktivisten. Dennoch kann diese Dimension nicht aus der Geschichte der westlichen Kosmologie gestrichen werden. Menschen fühlen sich nicht nur untereinander, sondern auch mit der Natur verbunden, und zwar in einem ganzheitlichen Sinne. Zu diesem Verständnis von Verbundenheit kann auch die Wissenschaft beitragen. Das Wissen um die Komplexität ökologischer Vernetzungen, etwa um wechselseitige Abhängigkeiten von Lebewesen innerhalb von Ökosystemen, können im Alltag dazu führen, aus guten Gründen die naturalistische Ontologie hinter sich zu lassen und von einer praktischen Verbundenheit von menschlichen und nichtmenschlichen Wesen auszugehen. Gerade auch Wissenschaft und Technik liefern derzeit immer mehr Evidenzen für die wechselseitige Verbundenheit aller Wesen auf diesem Planeten. Dies war jedoch nicht immer so. Ich bitte um einen Folienwechsel. Die Moderne ist zunächst gekennzeichnet von einer Reduktion des tierlichen Lebens aufs instinkthaft mechanische. Jegliche Agency wurde den Tieren über viele Jahrzehnte hinweg abgesprochen. Im globalen Kapitalismus werden Tiere zudem systematisch ausgebeutet. Sie dienen als bloßes Material, als Nahrungsmittel, Rohstofflieferanten für die Kosmetik- und Pharmaindustrie, für wissenschaftliche Versuche. Die Massentierhaltung des 20. Jahrhunderts tat das Ihre zur Passivierung der Tiere. Die moderne Ethologie wurde zur Komplexität reduzierenden Laborwissenschaft und der Behaviorismus interessierte sich nur für einfachste Reizreaktionsschemata und Konditionierungen. Intentionalität, Subjektivität, Handlungsfreiheit, Gewieftheit, Kultur, Moral und Widerständigkeiten
wurden allesamt in das Reich der Anekdoten von Tierliebhabern, Züchtern, Bauern und Dresseuren verbannt. Erst in den letzten Jahren finden sich Gegenbewegungen, auch im Bereich der Wissenschaft selbst. Maßgeblich haben die Human-Animal Studies zur Revision dieses Bildes in den Sozialwissenschaften beigetragen. Man hat hier tierliche Agency genauer untersucht und vor allem auf die Beziehungen der Tiere geschaut, aus denen einerseits Agency erwachsen kann oder in denen die Tiere in Tierhaltung und Tierversuch passiviert werden. So kann man sowohl kooperatives Verhalten als auch widerständiges Verhalten bei Haus- und Nutztieren beobachten. Sie zeigen autonome Handlungen. Diese Sicht wird mittlerweile von weiten Teilen der Biologie unterstützt. Es wird zunehmend klar, dass sich die traditionelle Biologie zu sehr auf einen technizistischen und reduktionistischen Pfad begeben hat, der die Lebendigkeit, Sinnhaftigkeit und Subjektivität von Natur übersieht oder gar negiert. Der Verhaltensbiologe Norbert Sachser spricht im Jahr 2018 von einer Revolution des Tierbildes während der letzten Jahre. Emotionen, Kommunikation, Lernen, Intelligenz und Individualität der Tiere werden heute ganz anders eingeschätzt als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und Sachser betont, dass zwei Dogmen der Verhaltensbiologie ad acta gelegt werden mussten, nämlich, dass Tiere nicht denken können und dass man über ihre Emotionen nichts wissen könne. Mittlerweile ist die Literatur zur Revision unseres wissenschaftlichen Naturbildes kaum noch zu überblicken. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber beispielsweise verfolgt eine alternative Ökologie und, wie er es nennt, Biopoetik und meint, dass Materie selbstschöpferisch ist. Ich zitiere, dass sie einem Prinzip der Fülle folgt und Subjektivität aus sich hervorbringt. Dabei stützt sich Weber unter anderem auf Lynn Margulis und das Symbiosekonzept. Auch der von den Biologen Francisco Varela und Umberto Maturana eingeführte Begriff der Autopoiesis verweist schon auf ähnliche Prozesse der autonomen Selbstorganisation. Lebewesen sind keine Maschinen, sondern stellen sich selbst her, entwickeln eine Form von Autonomie und bauen ihre Identität selbst auf. Des Weiteren ließen sich hier die Forschungen der Biosemiotik nennen. Diese Bedeutungslehre der Natur interessiert sich für die Zeichenprozesse innerhalb und zwischen Lebewesen. Damit bricht man mit einfachen Ursache-Wirkungsbetrachtungen und deutet Leben als einen Zeichenprozess. Dem pragmatistischen Philosophen Charles Sanders Peirce folgend kann man sagen, dass jegliche Form des Lebens auf Zeichenprozessen beruht. Während menschliche Kommunikation zu weiten Teilen symbolische Zeichen verwendet, findet pflanzlicher und tierlicher Austausch eher auf den Ebenen ikonischer und indexikaler Zeichenbeziehungen statt. Auf diesen Ebenen ist es dann auch prinzipiell möglich, in einen zeichenhaften, jedoch nicht symbolischen Austausch mit Pflanzen und Tieren zu treten. In der Biologie hat sich in den letzten Jahren eine neue Sichtweise oder gar Zäsur durchgesetzt. Symbiose, die artenübergreifende Kooperation, erscheint nicht mehr als Ausnahme, sondern als Regel. Sowohl mikrobielle Organismen als auch Netzwerke von Ökosystemen scheinen als symbiotische Kollektive aufgebaut zu sein. Man kann sich in der Forschung auf die bahnbrechenden Arbeiten der Biologin Lynn Margulis stützen, die schon vor vielen Jahren herausfand, dass im Laufe der Evolution höhere Zellen nicht durch Konkurrenzkampf entstanden sind, sondern durch die Symbiose einfacherer Vorformen. Wurde Margulis zunächst noch als Außenseiterin betrachtet, boomt mittlerweile die Forschung zu Symbiosen unter Tieren und Pflanzen. Heute ist Schulwissen, kein Wald existiert ohne die Symbiose von Baumwurzeln und Pilzen. Die Biologen Gilbert, Zapp und Tauber gehen so weit, mit dem Konzept der Symbiose ältere Vorstellungen von biologischer Individualität infrage zu stellen. Damit gerät auch das evolutionäre Konzept der individuellen Selektion in die Krise. Denn wenn es anatomisch, embryologisch, physiologisch, immunologisch, genetisch und evolutionär wenig Rückhalt für ein postdarwinistisches Konzept von Individualität gibt, kann man auch nicht mehr von der Selektion von Entitäten ausgehen, die voneinander unabhängig existieren. Die nächste Folie bitte. Die drei Biologen kommen daher zu dem Schluss: For animals as well as plants, there have never been individuals. This new paradigm for biology seeks new relationships among the different living entities on Earth. We are all legends. Andreas Weber, den ich gerade schon erwähnt hatte, stellt heraus, dass jeder Austausch zwischen Lebewesen, egal ob zwischen Zellen oder zwischen Vogeleltern und Küken, drei Aspekte umfasst. Erstens werden materielle Stoffe übertragen, zweitens werden dabei Bedeutungen ausgetauscht und drittens verschränken sich im Austausch Subjektivitäten.
Leben findet nicht nur einfach statt, es wird auch erlebt und gefühlt. Ein Lebewesen macht primäre Erfahrungen von gut und schlecht. Lebewesen sind in diesem Sinne wertende Systeme. Sie unterscheiden zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Dabei bilden sie Welten. Welterzeugung gehört zum Leben. Tiere sind nicht einfach weltarm, wie Heidegger noch meinte, sondern alle Organismen gestalten ihr ökologisches Lebensumfeld. Die Anthropologin Anna Tsing notiert, Zitat, dabei verändert jeder Organismus die Welt aller anderen Organismen. Bakterien erzeugen unsere Sauerstoffatmosphäre und die Pflanzen tragen zu ihrer Erhaltung bei. Wie diese Beispiele darlegen, können sich welterzeugende Bestrebungen überlappen und Raum für mehr als eine Art bieten. Auch die Menschen sind in artenübergreifende Welterzeugungsprozesse verwickelt. Welten bilden also Schnittmengen, überlappen oder überlagern sich und werden teilweise geteilt. Hiermit befasst sich auch der neuere Forschungsbereich der Multi-Species Studies. Dabei taucht man ethnografisch in die Lebenswelten fremder Spezies ein, seien es Frösche, Pilze, Mikroorganismen oder Nutztiere. In diesen Studien versuchen Forscherinnen und Forscher nicht nur objektiv, in Anführungszeichen, die Austauschprozesse zwischen verschiedenen Lebewesen zu rekonstruieren, sondern auch die damit verbundenen Interessen, Bedeutungen und Affekte wenigstens ansatzweise nachzuvollziehen und dichte Beschreibungen gleichsam in der ersten Person davon zu verfassen. Welche Erfahrungen machen andere Lebewesen? Was ist für sie von Bedeutung? Klar ist dabei natürlich, dass man niemals fühlen kann wie ein Baum. Doch der Vorwurf des Anthropozentrismus ist gegenüber diesen Studien meines Erachtens nicht angebracht. Denn die Alternative wäre eine Art Mechanozentrismus, nämlich die Annahme, dass andere Lebewesen nicht in einer Welt von Bedeutungen und Bedeutsamkeiten leben. Die nächste Folie bitte. Andreas Weber interpretiert diese grenzüberschreitenden Prozesse des Lebens als das Hin- und Herfließen von Gaben. Dazu komme ich gleich nochmal. Lebende Systeme befinden sich zumeist in einem Zustand des dynamischen Gleichgewichts, den man auch als einen Zustand der Gegenseitigkeit betrachten kann, beruhend auf der Trias von Geben, Annehmen und Erwidern. Der Einwand liegt nahe, dass man hier einem unangemessenen Anthropozentrismus folge. Doch wird meines Erachtens vielmehr der Anthropozentrismus überwunden zugunsten einer Kontinuität menschlichen und nichtmenschlichen Lebens. Zu kritisieren ist ein weit verbreiteter, wie ich gerade schon sagte, Mechanozentrismus, der auf einem ontologischen Dualismus beruht und der Annahme folgt, dass andere Lebewesen gleichsam schweigen und nicht in einer Welt von Bedeutungen und Bedeutsamkeiten leben. So wie Norbert Sachser plädieren auch die Philosophin Danowski und der Anthropologe Viveros de Castro deshalb für das anthropomorphe Prinzip, dass Tiere primär so sind wie wir. Die Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway kritisiert ebenfalls die biologische Konzeption, es gäbe Individuen und deren Kontexte. Sie spricht stattdessen von kollektiven Prozessen der Sympoiesis, also des Gemeinsammachens, des Mitmachens, die sie auch als eine Kritik am Konzept der Autopoiesis auffasst. Zitat, nichts macht sich selbst, nichts ist wirklich autopoietisch oder selbstorganisierend. Sie wendet zudem die Sensitivität für andere Lebensformen ins Ethische. Haraway fordert, dass wir unsere Verwandtschaftsverhältnisse überdenken sollen. Sie spricht von Kinmaking, lieber Kinmaking als more Babymaking. Eine Multispezies-Ethik fordert, so Haraway, nicht nur dazu auf, sich moralisch gegenüber fremden Menschen zu verhalten, sondern auch gegenüber nichtmenschlichen Spezies. Nicht nur Menschen sind weltweit auf der Flucht, so Haraway, auch viele andere nichtmenschliche Lebewesen werden vertrieben oder ausgelöscht. Sie plädiert für neue Assoziationen von Lebewesen, die über die herkömmlichen biologischen, kulturellen und politischen Grenzen hinausgehen. Es ist nun deutlich geworden, dass es keine Natur außerhalb des menschlichen Einflusses und Zugriffs mehr gibt. Die Trennung von Kultur und Natur ist heute, sofern sie überhaupt jemals sinnvoll war, endgültig zu verabschieden. Natur muss soziologisch anders begriffen werden als bisher und auch menschliche Gesellschaften muss man anders in den Blick nehmen. Alle bisherigen Kulturen, außer der Moderne, haben ihr Verhältnis zur nichtmenschlichen Natur als Gabenbeziehung verstanden. Von den Seen, Bergen, Wäldern, Nutz- und Wildtieren nimmt man und ihnen gibt man auch etwas zurück. Wie kann nun ein solches Solidaritäts- oder Gabeverhältnis unter modernen Bedingungen wiederhergestellt werden? Sehr schnell handelt man sich nun den Vorwurf ein, romantisch
und vor- oder antimodern zu sein. In eine vormoderne Vorstellungswelt können und wollen die Modernen sicherlich nicht einkehren. Doch ohne eine gewisse Wiederverzauberung der Welt, so möchte ich meinen, wird ein gemeinsames Leben nicht wiederzugewinnen sein. Zudem gilt, dass die moderne Lebenswelt längst nicht so entzaubert ist, wie in den Sozialwissenschaften seit Max Weber angenommen wird, aber dies nur am Rande. Die französischen Soziologen Cayé, Chagnal und Flippo stellen im Jahr 2013 in einem Aufsatz heraus, dass eine partnerschaftliche Beziehung zur Natur zur Voraussetzung hätte, dass wir ihr wieder Subjektivität zusprechen. Nun tut die zeitgenössische Biologie, wie wir oben sahen, mittlerweile genau dies. Man kann also auch auf naturwissenschaftliches Wissen gestützt versuchen, einen aufgeklärten Animismus wiederzubeleben oder neu zu kreieren. Cayé, Chagnal und Flippo nennen dieses Projekt einen methodologischen Animismus. Denn wir müssen nicht zunächst allen Lebewesen wissenschaftlich nachgewiesen und abgesichert Bewusstsein, Subjektivität, Intentionalität und einen Kooperationswillen zusprechen. Es reicht, die nichtmenschlichen Wesen methodologisch als quasi Subjekte anzusehen. Das heißt, wir behandeln die anderen Lebewesen so, als ob sie über Subjektivität verfügten, unabhängig davon, ob man diese wirklich immer im Einzelfall wissenschaftlich nachweisen, beweisen kann. Dies führt dazu, nichtmenschliche Wesen als Geber anzuerkennen, sich ontologisch anders mit ihnen zu verbinden und sie gleichsam auch wieder zu verzaubern. Gabenbeziehungen einzugehen, heißt in diesem Zusammenhang eine Allianz zu bilden, das Bündnis zwischen den menschlichen und nichtmenschlichen Wesen immer wieder aufs Neue herzustellen. Nochmals mit Andreas Weber gesprochen, es werden materielle Stoffe sowie Bedeutungen ausgetauscht und in diesem Austausch verschränken und vermischen sich Subjektivitäten in Form neuer Allianzen. Hier auch von bestehenden und neuen Formen der Reziprozität und Konvivialität sprechen. Dieses Bündnis hat genauso wie die Gabenbeziehung unter den Menschen eine agonistische Seite. Gaben vermögen, Bündnisse herzustellen, doch enthalten sie immer auch Momente der Auseinandersetzung und des Widerstreites. Das Gabenverhältnis zur Natur ist niemals nur rein harmonisch. Auch die Natur kann sich verweigern, unerbittlich nehmen oder Schlechtes geben. Natur aus einer Gabenbeziehung zu betrachten, impliziert mithin in keiner Weise ein rein konfliktfreies oder romantisch verklärtes Verständnis der Beziehung. Und natürlich geht es nicht darum, Äquivalentes zu dem zurückzugeben, was die Natur gegeben hat, etwa zu tauschen. Woraus sollte dieses Äquivalente denn auch bestehen? Es geht vielmehr um die Anerkennung des Eigenwerts nichtmenschlicher Lebewesen und ökologischer Prozesse sowie um die Erneuerung des Bündnisses durch den Akt der Erwiderung. Im Akt der Erwiderung wird die Natur solidarisch als Partnerin anerkannt und nicht länger nur als passive Ressourcenquelle. Ich plädiere also dafür, soziologisch und nicht nur alltagsweltlich aus einer Gabenperspektive auf die Natur zu blicken, damit die Soziologie gegenüber wichtigen Phänomenen zu öffnen und auf diese Weise auch dazu beizutragen, existierende Multispezies-Interaktionen und die damit verbundenen Bindungen und Sympathien sichtbar zu machen. Die Soziologie ist nicht daran gebunden, dem vorhin skizzierten ontologischen Standardmodell zu folgen und ein überkommenes naturwissenschaftliches Naturbild pflegen zu müssen. Der lebensweltlich verankerte methodologische Animismus gegenüber der belebten Natur ist meines Erachtens durchaus auch eine adäquate, nicht dualistische Quelle für eine Ontologie, die auch als Startpunkt für die soziologische Theoriebildung dienen kann. So kann man auch soziologisch über Symbiose sprechen im Sinne eines speziesübergreifenden kooperativen Zusammenlebens. Symbiose als soziologischer Begriff artübergreifender Gabenbeziehung verweist auf einen Kooperationszusammenhang zwischen Tieren, Pflanzen und Menschen. Bauern und Bäuerinnen, die sich nicht komplett der Massentierhaltung mit ihrer Passivierung und ontologischen Reduktion von Tieren hingegeben haben, beschreiben ihr Verhältnis zu den Kühen und Schweinen als geprägt von Wechselseitigkeit. Wechselseitigkeit im Geben und Nehmen von Sorge, Arbeit und Emotionen. Jocelyne Procher betont, dass Gesellschaften de facto aus Menschen und domestizierten Tieren bestehen. Seit dem Neolithikum gilt, dass Tiere für Menschen Arbeit leisten und die Tiere eine besondere Beziehung zu den Bauern pflegen und natürlich umgekehrt. Sie leben im Modus des Becoming With. Sie sind nicht als alleinstehende Entitäten beschreibbar, die erst in einem zweiten Schritt zueinander in Beziehung treten. Ihre symbiotischen Kooperationen verändern sie wechselseitig. Und dies setzt Vertrauen und eine Kooperationswilligkeit auch auf Seiten der Tiere voraus. Nicht alle engen Symbiosen zwischen Menschen und ihren Symbionten werden bemerkt.
Ökologisches Gewahrsein beginnt mit dem Bewusstsein für diese Kluft und mit Versuchen, sie zu überwinden, indem die Interdependenzen zwischen den Lebensformen zunächst einmal bemerkt und anerkannt werden. Interdependenzen wahrzunehmen, stellt nicht nur eine andere kognitive Sicht auf die Welt dar, sondern es geht darum, mit anderem Leben in Interaktion und Beziehung zu treten, beispielsweise im Modus von Gabe und Sorge. Natur wird in vielen sozialökologischen Transformationsdiskursen nicht mehr als zu schützende Ressource betrachtet, sondern man versucht, anthropozentrischen Modellen von Nachhaltigkeit zu entkommen. Konzepte der Habitabilität fordern beispielsweise dazu auf, die Bewohnbarkeit des Planeten Erde für alle Lebensformen zu erhalten. So solle der Schutz etwa der Biodiversität nicht allein aus menschlichen Interessenlagen heraus erfolgen, sondern Ökosystem und Spezies soll ein eigener ethischer oder gar rechtlicher Wert zugesprochen werden. Die nächste Folie bitte. Diese Sichtweisen von hauptsächlich zivilgesellschaftlichen Akteuren sind anschlussfähig an einige der soeben vorgestellten Positionen. Wenn man die ontologische Natur-Kultur-Grenze überwindet und von der Subjektivität und Handlungsfähigkeit nichtmenschlicher Wesen ausgeht, ist der Schritt nicht mehr weit, in der Natur einen eigenen moralischen Wert zu erblicken. In der Ethik wird schon seit vielen Jahren die Frage intensiv diskutiert, ob Menschen nur anderen Menschen oder auch der Natur, also den Pflanzen, Tieren, Flüssen, Bergen etc. Respekt schulden. So wird gefragt, ob man Tiere töten und verzehren darf, Arten ausrotten oder Flüsse und Meere verschmutzen darf, weil dies für Menschen von Nutzen ist, oder ob Landschaften, Meeren, Flüssen, Pflanzen und Tieren eine eigene Würde, ein eigener moralischer Wert zukomme. Zumindest für manche Tiere, man denke nur an Katzen, Pferde oder Hunde, gilt ja schon, dass sie von sehr vielen Menschen nicht nur wie Dinge betrachtet, sondern ihnen in der Rolle der zweiten Person, in der Form des Du, begegnet wird. Sie sind nicht nur Gegenstand menschlicher Beobachtung, sondern Wesen, mit denen Menschen interagieren und die in der Interaktion ihren Eigensinn zur Geltung bringen. Sie haben dann einen zumindest partiellen Akteursstatus, aus dem sich Pflichten gegenüber dem Tier ableiten lassen. Aus Sicht eines liberalen Individualismus lassen sich hingegen nur Rechte für diejenigen formulieren, die über Bewusstsein verfügen, die Interessen, Wünsche und vor allem Überzeugungen haben. Dem wird aus Sicht einer radikaleren Naturethik eine holistische Perspektive entgegengestellt, die den Eigenwert von Ökosystemen betont oder Menschen und nichtmenschliche Lebensformen als eine Gemeinschaft betrachten. Die Beziehung zu manchen charismatischen Tieren wird in ethische Wertbindungen und Idealbildungen auch überführt. Aus Naturobjekten werden quasi Subjekte als Zwecke an sich. Denken Sie nur an den Panda-Bären als das erfolgreiche Emblem des WWF. In den zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die sich in diesem Sinne um eine Ökologisierung der Moderne bemühen, gibt es enge Verbindungen zu lateinamerikanischen Diskursen und Debatten und insbesondere zu indigenen Kosmologien, die der Trennung von Natur und Gesellschaft nicht folgen. Neue hybride westlichen und indigenen Denkens sind nämlich in den letzten Jahren in Lateinamerika intensiv diskutiert und sogar in Gesetze gegossen worden. So wird der Natur im Artikel 71 der Verfassung Ecuadors aus dem Jahre 2008 das Recht auf Existenz, Bewahrung und Pflege ihrer vitalen Zyklen, ihrer Struktur, ihrer Funktionen und evolutionären Prozesse zugesprochen. Zugleich erhält jede Person, Gemeinschaft und Nation explizit die Möglichkeit, die Rechte der Natur bei staatlichen Einrichtungen einzufordern. Die Vorstellungen von Rechten der Natur ist hier ein hybrides Phänomen, da die westliche Idee von Rechten, von Menschenrechten mit indigenen Naturvorstellungen kombiniert wird. Während im westlichen Modell die Natur bisher kein Eigenrecht für sich beanspruchen kann, wurde in Ecuador auf das kulturelle Topos von Pachamama, Mutter Natur, oder auch das des Buen Vivir zurückgegriffen, das indigenen Ursprungs ist, aber in den letzten Jahren vor allem im Dialog mit internationalen NGOs in die Verfassungsdebatten Ecuadors eingebracht wurde. Buen Vivir greift auf indigene Wissensvorräte hauptsächlich aus den Anden zurück, die kommunitären und nicht kapitalistischen Ursprungs sind und umreißt ein soziales und ökologisches Konzept von Entwicklung und des guten Lebens. In jüngster Zeit mehren sich auch die Stimmen im globalen Norden, die den Umgang mit der Natur vornehmlich darüber transformieren wollen, dass natürlichen Entitäten der Status des Rechtssubjekts eingeräumt werden soll. Tiere waren schon immer Regelungsgegenstand des Rechts, sei es als Nahrung, Produktionsfaktor, Einkommensquelle, Krankheitsüberträger oder Schädling.
Doch zunehmend werden Tiere unter dem Aspekt des Schutzes betrachtet. Die rechtliche Gleichsetzung von Tier und Sache ist beispielsweise in Deutschland aufgehoben. Und es findet sich der Tierschutz als Staatsziel im deutschen Grundgesetz, Artikel 20a. Darüber hinaus scheint es auch in der deutschen Rechtsordnung und etwa nicht nur in Ecuador prinzipiell möglich zu sein, Entitäten der Natur, etwa regionalen Ökosystemen, als juristische Personen anzuerkennen. So zuletzt der Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano im Jahr 2018. Dabei steht die Frage im Raum, ob rechtlich alleinig Individuen, also das einzelne Schwein, die Kuh, geschützt werden können oder ob auch Kollektiven oder Lebensräumen wie ein Flussdelta der Rechtsstatus gewährt werden kann. Zentral ist in diesen Debatten der Beitrag des US-amerikanischen Juristen Christopher Stone, der schon vor vielen Jahrzehnten, nämlich im Jahr 1972, die Idee eines Klagerechtes für Tiere und natürliche Entitäten wie Flüsse oder Ökosysteme entwickelt hat. Er schrieb, "I'm quite seriously proposing that we give legal rights to forests, oceans, rivers and so-called natural objects in the environment." Sobald sogenannte Dinge Rechte erhalten, werden sie personifiziert und sukzessive auch an sich wertgeschätzt und nicht nur für das, was sie an Nutzen für den Menschen abwerfen. Stone spricht von einer Ausweitungslogik des Rechts. Kinder, Frauen, Sklaven, juristische Personen, sie alle wurden Schritt für Schritt zu Rechtssubjekten. Daran anknüpfend wird derzeit diskutiert, ob und wie das Konzept der Natur als Rechtsperson weiterzuentwickeln wäre. Da die Nichtmenschen nicht auf gleiche Weise für sich sprechen können wie Menschen, müssten die nichtmenschlichen Lebewesen und Ökosysteme dann rechtlich oder politisch repräsentiert werden. Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn eine Vielzahl von Dingen muss pausenlos repräsentiert und zum Sprechen gebracht werden, seien es Gesetze, Unternehmen, Nationalstaaten oder auch Gott. Natürliche Entitäten benötigen aus dieser Sicht dementsprechend ebenfalls Sprecherinnen und Sprecher. Ziel dieser Bemühungen ist eine gesellschaftliche Transformation, die auch auf ein anderes Verständnis von Eigentum und Besitz abzielt. Gelänge eine Ausweitung des Status des Rechtssubjekts, dürfte der Anspruch der Nationalstaaten, die Souveränität über ein Territorium zu besitzen und dessen natürliche Ressourcen ausbeuten zu können, in enge Grenzen verwiesen werden. Weltweit setzen sich mittlerweile verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure für verbindliche und einklagbare Rechte der Natur ein. Die 2008 gegründete zivilgesellschaftliche Organisation Client Earth zum Beispiel bringt Umweltthemen vor Gericht und hat schon einige Klagen gegen Regierungen in Europa gewonnen. Denken Sie im Übrigen an den Film, der vor einigen Wochen lief, Ökozid in der ARD, der eine ähnliche Thematik aus dem Jahr 2034 behandelt hat. Einen anderen Zugang wählt der sogenannte Political Turn in den Animal Studies. Hier zielt man auf die Mitgliedschaft von Tieren im politischen Gemeinwesen ab, mithin auf den Bürgerstatus von Tieren. Ein solcher kommt dem Politikwissenschaftler Peter Niesen zufolge allen Lebewesen zu, die zum Gedeihen einer Gesellschaft beitragen. Darauf fußt ein einfaches normatives Prinzip. Wer dauerhaft etwas beiträgt, soll nicht leer ausgehen. Niesen hebt hier auf ein Reziprozitätsprinzip ab, dass tierliche Arbeit und Produkte als Beiträge zum gesellschaftlichen Kooperationszusammenhang begreift. Kooperation wird von ihm formal bestimmt, unabhängig von der Frage, ob zwischen absichtsvollen und absichtslosen freiwilligen und erzwungenen Beiträgen unterschieden werden kann. So erzeugt vor allem auch die Ausbeutung von Nutztieren zur Nahrungsmittelproduktion ihnen gegenüber Reziprozitätspflichten. Den daraus resultierenden Bürgerstatus will Niesen hauptsächlich Nutz- und Haustieren zukommen lassen, da Kulturfolger und Wildtiere nicht dauerhaft und systematisch mit der menschlichen Gesellschaft kooperieren. Diese juristischen Fragestellungen sowie die der politischen Theorie können hier nicht weiter verfolgt werden. Wir sehen, wie schnell wir jedenfalls aktuell gewohntes Terrain verlassen und auch normative Fragen in den kommenden Jahren völlig neu zu justieren sind. Einmal noch den Folienwechsel und ich komme dann auch zum Schluss. Wir können festhalten, in der direkten Interaktion mit nichtmenschlichen Lebensformen sind Gabebündnisse und Symbiosen zu finden, die aufzeigen, dass sich das Soziale nicht allein auf menschliche Gesellschaften beschränken lässt. Solche Interspezies-Interaktionen sollte die Soziologie nicht aus ihren Theorieanlagen und Beobachtungen ausschließen.
Ein aufgeklärter Animismus erhält heute sogar Beistand aus den Naturwissenschaften, wie ich zu zeigen versucht habe. Tierrechte, neue Solidaritäten, neue Bürgerrechte für natürliche Entitäten, Ökosysteme als Rechtssubjekte, neue Affektivitäten über Speziesgrenzen hinweg. Das ist nicht versponnene Esoterik, sondern eine theoretische und praktische Weiterentwicklung und teilweise Überwindung der Moderne im Anthropozän. Der Naturalismus der Moderne gerät also theoretisch wie auch praktisch immer mehr unter Druck. Reziproke Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft werden so sichtbar. Welche Konsequenzen dies mit sich bringt, ist abzuwarten. Wir haben sicher auch mit Gegenbewegungen zu rechnen, das wäre jedoch ein ganz anderes und weiteres Vortragsthema. Die hier vorgestellten Alternativen, die nicht den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, sind paradoxerweise auch notwendig, allein schon aus menschlicher Sicht. Nachhaltigkeit, das ist ja eine genuin anthropozentrische Gedankenfigur, kann es nur geben, wenn die Bewohnbarkeit der Erde auch für nichtmenschliches Leben sichergestellt ist. Der Planet braucht die Menschen nicht, aber die Menschen benötigen das nichtmenschliche Leben auf dem Planeten. Und dazu bedarf es heuristischer Dezentrierung des Menschen in der Gesellschaft und auch in der Soziologie. Der Anthropologe Tim Ingold pointiert es so: Relations among humans, which we are accustomed to calling social, are but a subset of ecological relations. Gelingt die Dezentrierung nicht, werden wir, um im semantischen Feld der Symbiose zu bleiben und um mit Michel Serres zu sprechen, werden wir im Anthropozän weiterhin nur nehmend und nicht gebend als der Parasit der Erde gelten können. Vielen Dank. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin nun gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare. Ja, Frank, vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Ich habe eigentlich gleich eine Frage. Und zwar, du hast es wahrscheinlich schon ein bisschen genannt, aber es geht darum, dass du bei den Konvivialismus und sag mal, diese Gabentheorie auch mal kurz angesprochen hast, dass es um Konkurrenz gehen kann, ne? Dass das auch nicht nur schöne Harmonisierung sein kann, sondern auch mal Streit und Konflikt und Konkurrenz. Ich wollte das eigentlich, konntest du das ein bisschen illustrieren anhand des Beispiels der Wölfe. Also es gibt momentan dann sag mal, die Einführung von Wölfe in Europa und bei uns im Dorf wird da schon mal geklagt, weil die fürchten schon, dass da zum Beispiel Scherben sind, so wie bei den Biber damals. So, kannst du das ein bisschen so mal erklären, wie das trotzdem in dein Modell des Konvivialismus passen könnte? Ja, du hast ja schon den Punkt genau richtig nochmal herausgegriffen, dass einerseits es um ein positives Gabenverhältnis geht, das soll sozusagen wiederzugewinnen, das soll zu stärken sein. Das ist mein Anliegen, dass also zunächst mal anerkannt und gesehen wird, was im Grunde die Natur alles leistet, herkömmlich formuliert, ja, was sie tut. Und dieses Reden in der Verbform, in diesem aktiven Tun, Leisten, Bereitstellen, Geben, soll schon den Perspektivenwechsel andeuten, dass ich hier also meine, eine Gabentheorie ist gar nicht so unpassend. Und der wichtige Punkt ist natürlich zu sehen, dass Gabenverhältnisse nicht immer nur kooperativ und harmonisch ablaufen, sondern es geht um Konkurrenz. Und es kann vor allem auch zu einer Störung dieses Zyklus kommen, dass also das Ganze umkippt, dass irgendwie bestimmte Gaben gar nicht angenommen werden wollen, dass sie nicht erwidert werden, also dass dieser positive Kreislauf nicht zustande kommt. Oder aber auch, das ist auch wichtig für die Gabentheorie, für das Verständnis dieser Theorie, es kann also zu einem negativen Zyklus kommen, dass sich beide Seiten, also wenn es um zwei Parteien geht, Negatives geben, Böses geben, so formuliert. Und in diesem Beispiel der Wölfe wird es jetzt so sein, dass man genau schauen muss, wie ist der Wolf jetzt in das zeitgenössische Ökosystem in einer Landschaft integriert? Was nimmt er? Was gibt er? Welche Tiere sind in ihren Populationen gefährdet? Was sagen die Jäger dann dazu? Also da wäre die Diskussion, sollen sie überhaupt noch entsprechend irgendwie so extensiv auf die Jagd gehen oder erledigt das nicht der Wolf? Mit welchen Konsequenzen erledigt das der Wolf? Welche Tiere pickt er sich heraus? Und wie verhält sich das zu den Nutztieren? Wie verhält sich das zu den Schafen, der Schäfer und Schäferinnen? Und dann sind wir tatsächlich auch in einem Konfliktfeld, wo es darum gehen muss, herauszufinden, ist das, was sozusagen der Wolf als Eigenwert mitbringt, unbedingt zu schützen oder situativ zu schützen? Und gibt es dann sozusagen auch Regelungsmöglichkeiten, Interventionsmöglichkeiten, wiederum zu intervenieren? Und da sind wir auch bei der Frage des Tötens.
Das bedeutet ganz klar, dass diese Gabentheorie, die darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass alles, was lebt, kann vom Menschen und sollte vom Menschen gefördert werden. Wir leben irgendwie in der Zeit der Pandemie. Da wird uns relativ schnell klar, dass wir das Virenleben sozusagen nicht fördern wollen. Aber auch weit darüber hinausgehen, stellt sich die Frage eigentlich nach dem Töten, nur unter anderem Vorzeichen. Bis jetzt war es irgendwie komplett legitim sozusagen zu sagen, ontologisch gesehen, ethisch gesehen, sind Tiere etwas anderes, Populationen auch etwas anderes als Menschen. Wenn sie den Menschen nützen, dann sollen wir sie erhalten. Wenn sie ihm nicht nützen, dann haben sie keinen Eigenwert. Das würde sich jetzt verkehren, würde aber nicht zu einem absoluten Tötungsverbot führen, wenn aus bestimmten Gründen im Grunde auch menschliche Interventionen weiter notwendig sind. Mein Plädoyer dafür, Natur und Gesellschaft enger aneinander zu binden, bedeutet ja auch, dass wir uns kaum noch Räume vorstellen können, wo es die Wildnis in dieser Reinform, wie man das vielleicht imaginiert, überhaupt gibt. Also dieses Hegende und Angreifende gehört, glaube ich, in das Anthropozän und das gilt es zu reflektieren. Ja, vielen Dank. So, es gibt hier, du hast geredet über Kooperation und autonome Handlungen von Tieren, ne? Von Tieren werden zurzeit vermehrt erforscht. So, es gab diese biologische Forschung, wo auch mal, sag mal über Subjektivität, mehr Subjektivität eingebracht wird. Das ist von der letzten Zeit anders als bei zum Beispiel mit der Forschung von Tomasello, die damals benutzt wurde, um Grenzen zwischen Menschen und Affen zu stellen. Es gab eine Frage aus dem Studierendenkreis. Muss man nun eigentlich das Tier auf der Ebene des Menschen betrachtet werden oder sollte der Mensch sich selbst als Teil des Lebens verstehen und sich mit eben diesem deshalb solidarisch verhalten, weil er schlicht Teil von ihr ist? So, das ist natürlich eine Frage nach Ethik oder nach Moralität, wie man damit umgehen kann. Der Ton war leider wieder etwas schlechter. Ich reformuliere mal und du kannst ja kurz sagen, ob ich alles richtig verstanden habe. Sollte man also die Tiere so sehen wie die Menschen oder nicht die Menschen sozusagen eher dem tierlichen Leben angleichen im Sinne von, wir sind Teil der Natur, wir sind auch einfach Teil des Lebens? Genau, und wahrscheinlich wird die Frage auch darauf deuten, hat das einen Unterschied in zum Beispiel ethische und moralische Entfaltung? Ja. Naja, es hat, also ich glaube jetzt rein vom Gegenstand her macht es kaum einen Unterschied, ob ich von der einen Seite komme, das andere eingemeinde oder in die andere Richtung gehe. Aber ethisch macht es diesen Unterschied natürlich, dass wenn wir die Menschen den Tieren angleichen, so wie wir bisher Tiere betrachtet haben, dann würden ja die ethischen Standards eher sinken und erodieren. Wenn wir die Tiere auf den ähnlichen ethischen Status heben wie die Menschen, dann würde das dazu führen, dass wir mit den Tieren uns viel, viel weniger ethisch erlauben dürfen, als wir das bisher als Gesellschaften standardmäßig tun, siehe Massentierhaltung und so weiter. So, das ist, glaube ich, die Konsequenz natürlich, wenn man von dieser Seite her die Tiere auf den anderen Status hebt. Aber ontologisch gesehen ist der Punkt natürlich, dass es um Leben geht und dass wir das miteinander teilen und nicht nur Leben an sich, sondern auch bestimmte Formen von Subjektivität, von Leben, das selbst Wertungen trifft. Das ist nur eine kurze Nachfrage. Bei diesem methodologischen Animalismus geht es um eine Methode, um wie man damit umgehen kann. Methodologischer Animismus, Entschuldigung. Siehst du da auch noch eine moralische Komponente drin oder ist es einfach nur eine wissenschaftliche Technik? Ich glaube, dass hier tatsächlich wir in einen Bereich kommen, wo es uns schwerfällt, die herkömmliche, sagen wir mal von Max Weber herkommende Unterscheidung zwischen analytischen, wertneutralen Perspektiven und Wertungen, die man vornimmt, dass man die klar und feinsäuberlich aufrechterhalten kann. Ich glaube, hier fließen tatsächlich Dinge ineinander. Und das aber nicht unglücklicherweise, sondern ich würde auch so aus einer bestimmten anderen Tradition herkommen, aus dem Pragmatismus von John Dewey beispielsweise herrührend, sagen, wir können es gar nicht vermeiden, dass unsere Aussagen häufig in einem Grenzbereich sich vermischt zwischen Werturteilen und analytischen Aussagen befinden. Und hier ist das beim methodologischen Animismus auch so. Es ist sozusagen erstmal ein methodologischer, analytischer
Kniff, eine Vorgehensweise, aber sie hat gewisse Werturteilskonsequenzen, sie hat ethische Konsequenzen, weil wir tatsächlich von einer Subjektivität, von einer Handlungsfähigkeit ausgehen. Das hat dann, wenn wir das ernst nehmen, unmittelbar natürlich ethische Konsequenzen. Viel mehr, als wenn wir diesem anderen Modell, diesem mechanozentristischen folgen und davon ausgehen, es gibt hier eigentlich nur so etwas wie eine Dingwelt. Es gibt Kultur und dann so etwas wie Dinge. Also klassisch Descartes, res cogitans versus res extensa. Ja, vielen Dank. Du hast in deinem Vortrag auf die Auswirkungen des Menschen im Anthropozän auf den Planeten verwiesen, auch einigermaßen in Bezug auf Latour. In den von ihr angerufenen Argumentationen ist der Mensch der Natur sozusagen entbunden. Daraus entsteht das von dir aufgezeigte Verantwortungsdilemma. Da kommen Fragen aus dem Studierendenkreis. Cicero schrieb in De Natura Deorum vor der zweiten Natur, die ein Produkt der menschlichen Arbeit sei. Übrigens Latour auch, die zweite Natur. Nun konstatieren wir heute, dass eben diese zweite Natur des Menschen überall zu sehen ist. Die Wildnis des Planeten jedoch reziprok zu mehr als der Hälfte zerstört ist. Könnte nicht nach Cicero die Verantwortungsfrage für seine zweite Natur als Aufgabe der menschlichen Arbeit definiert werden und so die Verantwortungsfrage auflösen? Ich fürchte, das habe ich nicht gut genug verstanden. Das ist jetzt leider so eine Mischung aus Tonqualität, Just, und aber auch der Frage, wie sie formuliert ist. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das gut beantworten kann. Der erste Punkt, ob der Mensch von Natur im Anthropozän entbunden ist. Ja, es geht darum, glaube ich, dass es eine Doppelbedeutung von Natur gibt. Also Latour hat das auch erwähnt in seinem Gaia-Buch. Ja, dass er redet dann eigentlich über diese Produkte menschlicher Arbeit als zweite Natur. Also auf diese Art und Weise. Na, jetzt ist es natürlich auch so, dass diese zweite Natur eine Riesenzerstörung des Planeten verursacht hat. Die Hälfte ist schon, sag mal, zerstört, sozusagen. So, die Frage ist, ob man eigentlich mit dieser alten Verantwortungsangelegenheit, die Cicero damals angesprochen hat, das auch schon nicht tun könnte, was du eigentlich hier darstellst. Ob das vielleicht schon in der Antike eigentlich schon antizipiert worden ist und vielleicht jetzt neu entdeckt wird. Wie stehst du dazu? Okay. Diese zweite Natur, die Dinge, die sozusagen vom Menschen hergestellt werden, ich glaube, da steht vor allem dieses Hauptproblem drin, dass im Grunde hier ein Eigenleben wiederum entsteht, was menschlich nicht kontrollierbar erscheint. Also es gibt ja auch schon mittlerweile Zeitdiagnosen, die davon sprechen, es gibt sozusagen ein Technoszen, in dem wir leben, dass also der Erdball durchzogen ist von riesen technologischen Infrastrukturen, wo sozusagen menschliche Subjektivität nicht nur noch ein Anhängsel ist. Also der Akteursstatus des Menschen wird hier radikal hinterfragt. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, inwieweit menschliches Handeln und menschliche Technik Dinge geschaffen haben, die, das ist ganz klassisch, ist auch Thema der kritischen Theorie natürlich gewesen, die also umschlagen in ein Eigenleben, was nicht mehr kontrollierbar ist. Dialektik der Aufklärung. Und das ist natürlich in manchen Überlegungen auch schon in der Antike drin enthalten. Und deswegen ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich also diesen Beitrag so richtig einordnen kann, dann würde ich darauf antworten, ist mein Beitrag tatsächlich situiert in dieser Tradition, eine Antwort zu geben auf diese Problematik der instrumentellen Vernunft, die tatsächlich eine erstmal genuin menschliche Problematik ist, die wir tatsächlich im Tier- und Pflanzenreich in dieser Form nicht finden. Und es gilt jetzt darauf zu antworten und Verantwortlichkeit zu zeigen auf die Effekte dieser instrumentellen Vernunft, dass Dinge geschaffen wurden, die ein Eigenleben kreieren jenseits der Intentionen der Menschen und die zurückschlagen auf uns und auch auf die erste Natur. Und da würde ich glauben, ist interessant, nochmal zurückzuschauen, wie der Konvivialismus, den du ja gerade schon erwähnt hattest, aufruht auf einem Konzept von Conviviality, Konvivialität, was von dem
katholischen Priester übrigens und Technikkritiker Ivan Illich geprägt wurde in den 70er Jahren, der davon sprach, dass wir eigentlich konviviale Technik bräuchten. Technik, die sozusagen menschlichen Maßstäben noch gemäß ist, die sozusagen menschlichen Maßstäben noch gehorchen kann und die nicht sozusagen umschlägt in eine Macht, in eine infrastrukturelle Macht über den Menschen. Und da sind wir extrem weit von entfernt. Und im Grunde bräuchte mein Beitrag eine Flankierung. Das würde ich sofort zugeben und sagen, das müsste eigentlich sofort folgen. Wie kann man eigentlich das Verhältnis des Menschen zu seinen Produkten, Herstellungsprodukten, zu den Technologien, die er geschaffen hat, wie kann man das neu figurieren? Wäre auch dort so etwas denkbar wie eine Gabenbeziehung oder irgendwie eine neue Form von Konvivialität? Wie könnte die aussehen? Jedenfalls ist diese technische Zivilisation, auch des Kapitalismus, wie wir sie kennen, alles andere als konvivial, so gesehen. Ich hatte schon ein bisschen einen Eindruck, auch bei deinem Vortrag, dass du ziemlich viel Hoffnung reinbringen kannst, mit dieser Herangehensweise über Solidarität mit nichtmenschlichen Wesen. Das Ding ist, ich muss auch gleich wieder denken an das Buch von Mark Fisher, wo er gesagt hat am Anfang gleich sofort, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Idee von dieser zweiten Natur, dass sie viel schwieriger zu ändern scheint als die erste Natur. Bei der ersten Natur können wir immer eingreifen, wir können Dinge umstellen, wir können Schutzmaßnahmen nehmen und so weiter, aber die zweite Natur scheint sehr rigide und sehr beharrend zu sein und sehr schwierig zu ändern. Ja, aber ich glaube, dass jetzt da beides Hand in Hand greifen würde. Mein Ausgangspunkt war ja zu sagen, es macht also erstmal prinzipiell einen Unterschied, was wir unter Natur verstehen, wie wir zu ihr stehen, also was man irgendwie überhaupt konzeptionell darunter fassen kann. Und bestimmte Technologien, bestimmte Arten von zweiter Natur korrespondieren mit einer Art und Weise, sagen wir mal, der instrumentellen Verwertung oder Ausbeutung von Natur. Und wenn das kulturell, wenn auch nur zunächst mal in kleineren zivilgesellschaftlichen Organisationen oder wenn es dann aber auch gelingt, in Rechtsform Neues zu gießen, wenn das gebrochen wird, dann werden auch manche Technologien viel, viel fragwürdiger als andere. Also was jetzt natürlich, ich hatte ja die großen Themen, auch Klimawandel und so weiter adressiert, wo man es wunderbar dran sehen kann, ist beispielsweise der Diskurs um Geoengineering, also Versuche, logisch in das Klima insofern einzugreifen, dass man nach Technologien sucht, die entweder CO2 wieder aus der Atmosphäre extrahieren oder indem man sogar noch größer glaubt, durch bestimmte Mechanismen wie dieses Solar Radiation Management, also bestimmte Aerosole in die Atmosphäre auszutragen, um das Sonnenlicht abzufangen, sodass die Erderwärmung gar nicht so weit mehr stattfinden kann auf dem Globus. All diese Sachen haben eigentlich zunächst mal ein ähnliches Naturverständnis. Interessanterweise sind die Erdsystemwissenschaftler ontologisch gesehen relativ nah bei mir, dass sie eigentlich zwischen Gesellschaft und Natur gar nicht mehr groß unterscheiden. Na, da wird jetzt nicht zwischen Subjekt, Objekt, Natur, Kultur unterschieden, aber in den ethischen Herangehensweisen wird Natur als etwas extrem Gestaltbares, Verfügbares, als verfügbare Gestaltungsvariable gesehen. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Deshalb ist das auch durchaus wichtig zu schauen, welche kulturellen Strömungen von anderen Naturverständnissen gibt es und die auch ernst zu nehmen, nicht im Sinne von, naja, das ist rückwärtsgewandt, das hatten wir früher mal, das ist Mittelalter oder so, sondern zu sagen, nein, es gibt auch in der Moderne ein anderes Naturverständnis, was aus meiner Sicht normativ gesehen gestärkt werden müsste. Aber dass es natürlich sehr viel Hoffnung dafür bräuchte, zu glauben, dass daraus politisch Größeres folgt, das ist unbenommen. Also da stimmt natürlich diese Einschätzung von Mark Fisher, dass vielleicht eher die Welt untergeht als der Kapitalismus. Ja, also ich habe dann gleich eine anschließende Frage aus dem Publikum. Und zwar, nämlich wir reden darüber, und ich gehe völlig mit dir mit, da, dass sagen wir, Gesellschaft, Natur, diese erstmal nicht getrennt sind, und dass gesellschaftliche Konstruktionen oder gesellschaftliche Prozesse auch natürliche Prozesse sind und darf sag mal, diese in diese zusammengreifen. Das ist bestimmt dann auch etwas mit Werte zu tun. Also, wenn man redet über
ganz salopp natürlich, kulturelle Werte sind auch so verankert in, sag mal, eine bestimmte naturbezogene Wechselwirkung. Oder zumindest ist das denkbar und möglich. Da kommt die Frage aus dem Studierendenkreis, ob du meinst, dass in westlich geprägte Gesellschaften, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen in Bezug auf Südamerika, die Solidarität als soziale Praxis kanalisiert werden kann, damit eine allgemeine Definition der sozusagen evolutionären Gerechtigkeit justiziabel wird. Kann man diese Werte so weit treiben, dass die justiziabel werden, zum Beispiel im Sinne von evolutionären Gerechtigkeit? Evolutionäre Gerechtigkeit. Die Perspektive, nochmal die Zeitelemente reinnimmt, wohin es gehen kann, also die Konsequenzen viel langfristiger eigentlich einbezieht. Okay, das ist ein interessanter Gedanke. Darüber habe ich jetzt noch nie nachgedacht, diese Zeitperspektive, also evolutionäre Prozesse noch viel ernster zu nehmen. Da würde ich, glaube ich, erst nochmal drüber nachdenken müssen oder gerne natürlich da ins Gespräch kommen, auf was sich die Kommilitonen dort gerade beziehen. Das finde ich sehr spannend, aber zunächst mal war mein Ansatz gegenwartsbetonter. Ne? Was ist sozusagen jetzt der Fall? Wie werden welche Ökosysteme gerade konzipiert, eingeschränkt, was erodiert, was stirbt und wie müsste darauf reagiert werden? Aber eine größere Zeitperspektive einzunehmen wäre genau in meinem Sinn, weil das war ja auch eine These, dass wir zwischen Menschheits- und Naturgeschichte nicht mehr unterscheiden können, so wie Chakrabarti das mal herausgestellt hat. Und von daher wäre tatsächlich es sinnvoll, ganz andere Zeiträume auch ethisch in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, da sind wir aber völlig am Anfang und betreten Neuland. Ja, also man kann natürlich bei Fridays for Future schon ein bisschen sehen, dass da die Zukunft eigentlich auch politisiert wird, obwohl es da noch nicht so klar ist, wer genau in Frage gestellt wird. Aber ich vermute eigentlich auch, dass das auch eine evolutionäre Gerechtigkeit in sich hat. Da gibt noch mal zurück auf die Frage des Tierwohls und Naturschutz. Ja, so es gibt schon längere Zeit soziale Gruppen, die sich politisch organisieren, um, sag mal, das Tierwohl als Sprecher zu vertreten. Also Tiere werden schon länger vertreten eigentlich als Sprecher durch zum Beispiel Naturschutz- und Tierschutzorganisationen. Dann gibt es eine Frage aus dem Studierendenkreis. Sind diese Formen lokaler Solidarität durch ihre Marktmacht schlagkräftig genug, um einen Wandel zu erzwingen? So, ich denke auch ein bisschen dabei an deinen Artikel, wo ich das auch erwähnt habe, über diese lokale Solidaritätsgestaltungen. In diesem Fall, in deinem Artikel, war das zivilgesellschaftliche Prozesse. Aber jetzt mal in Bezug auf Tierschutz und Naturschutz zum Beispiel. Ja, das ist natürlich immer ein großes Thema. In diesen Debatten findet man häufig diesen Begriff, dass Dinge abgescaled werden müssen. Und wenn man dann nicht sagen kann, wie etwas abgescaled werden kann, also irgendwie im großen Maßstab sich durchsetzen kann, dann gilt das immer als irgendwie nicht besonders interessant oder nicht gesellschaftsverändernd genug. Das ist aber zunächst mal eine offene Frage natürlich. Wir können beobachten, dass es viele lokale Initiativen gibt, regionale, aber interessanterweise sind die ja auch weltweit wiederum vernetzt. Wir dürfen das Lokale und das Globale da ja nun gar nicht gegeneinander ausspielen. Da sind die zivilgesellschaftlichen Akteure auch gerade, was die Möglichkeiten durch soziale Medien betrifft, natürlich jetzt bestens gerüstet, die Lokalität miteinander zu verbinden. Nichtsdestotrotz sind es zunächst mal nur Initiativen, die bottom-up entstehen. Und die Frage ist, welche Transformationskraft haben sie? Und wenn wir da ganz abstrakt nochmal drauf schauen, wie könnten sich denn da Gesellschaften überhaupt verändern angesichts dieser vielfältigen Krisen, dann gibt es immer drei Wege. Der alte marxistische Weg war Revolution, da glaubt irgendwie niemand mehr so richtig dran. Und wenn man daran glaubt, dann muss man fragen, hat er eigentlich ein demokratisches Verständnis oder wie soll so eine Revolution ausschauen? Zweitens, Reformen, auch hier irgendwie wenig glauben gerade an die Reformfähigkeit von Staaten, sodass der dritte Weg bleibt. Das ist übrigens nicht von mir, das ist von dem verstorbenen Politikwissenschaftler, Soziologen Eric Olin Wright. Der dritte Weg ist die Diffusion. Es entsteht etwas in den Nischen der Gesellschaft. Es wird größer, es diffundiert woanders hin. Die Nischen müssen sich vernetzen. Aber das reicht in der Regel nicht. Es ist sinnvoll, wenn das gestützt werden kann durch den Staat. Wenn es also gelingt, tatsächlich
bestimmte Dinge rechtlich festzuschreiben. Und dann sind, glaube ich, tatsächlich rechtliche Verfahren, also über die Gerichte zu gehen, etwas einzuklagen, haben tatsächlich eine größere bindende Wirkung, sodass aus den kleinen Einzelfällen irgendwie größere Konsequenzen erwachsen können. Also das wäre sozusagen noch ein anderer Weg. Über die politischen Mehrheiten wäre ein Weg, aber der Weg über die Gerichtsverfahren wäre ein weiterer. Und nicht zufällig ist das ja in diesem Film, der 2034 spielen soll, Ökozid genauso durchexerziert worden. Es geht um ein Gerichtsverfahren. Ja, vielen Dank. Das Thema unserer Vorlesungsreihe ist Solidarität. Und man könnte Solidarität sagen, es gibt viele Arten von Solidarität. Dann gab es darüber eine Frage aus dem Studierendenkreis. Kannst du dich vorstellen, dass eine soziale Staatsbürgerschaft für nichtmenschliche Entitäten vergeben werden kann, um zum Beispiel in Deutschland den Schutz dauerhaft zu gewährleisten? Ist diese Umsetzung denkbar für nichtmenschliche Entitäten? Fangen wir an mit Tieren wahrscheinlich. Also es grenzt natürlich jetzt immer an so der konkreten Vorstellungskraft, dass das irgendwie übermorgen stattfindet. Aber im Prinzip kann ich mir das natürlich wunderbar vorstellen. Das ist auch dieses Modell, was ich kurz erwähnt habe, von Peter Niesen, Politikwissenschaftler, der für diese politische Herangehensweise an das Thema plädiert, der jetzt nicht sagt, es muss sozusagen so etwas wie Grundrechte geben, sondern es muss die Anerkennung geben, erstmal eines Miteinanders, eines Kooperationszusammenhangs. Sein Argument ist, eine Gesellschaft konstituiert sich darüber, dass alle etwas zu einem größeren Ganzen, zum Gemeinwohl, klassisch formuliert, beitragen. Und alle, die beitragen, sollen auch etwas dafür bekommen. Und das würde bedeuten, dass ihnen in diesem Fall, beispielsweise den Nutztieren, die wir haben, dass ihnen eine soziale Staatsbürgerschaft zustehen würde. Und das wäre, hätte bestimmte Konsequenzen. Wenn man jetzt das so formuliert und weiterhin von diesen Nutztieren ausgeht, ist das natürlich ein Projekt, was nicht vegan wäre, da würde weiterhin getötet werden dürfen, aber unter anderen Umständen. Da würde sozusagen in die soziale Staatsbürgerschaft, würden die Haltungsbedingungen viel ernsthafter hineinkommen. Da würde die Frage nach dem Leben, so wie diese Massentiere es bisher leben müssen, würde ganz anders beantwortet werden. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind schon an der letzten Frage und aber gut, wir schauen mal, wie das sich entfaltet. So. Ob ich diese Frage auch schnell stellen kann, glaube ich nicht. Der Mensch lebt aus der Natur und von der Natur, wird oft gesagt. Dann gibt es eine Frage vom Publikum. Ohne den Beitrag der Natur hier finanziell zu betrachten oder einzelne Tiere der Anonymität zu einreißen, Solidarität mit der uns umgebenden Welt kann doch eigentlich gar nicht freiwillig sein. Stirbt die Natur, stirbt ja der Mensch auch. Wird dein Forschungsfeld in diesem Brisanz gesellschaftlich genug wahrgenommen? Was wünschst du dich von Zivilgesellschaft und Wissenschaft? Also wenn man dein Projekt mal ein bisschen mehr als zivilgesellschaftliches Gestaltungsprojekt sehen möchte, was sind deine Wünsche? Und ist es vielleicht so, dass diese Idee von Solidarität doch was stärker geprägt wird, weil wir in unserer Existenz davon abhängen. Okay, und die erste Frage war von der gleichen Person nach dem finanziellen Beitrag? Oder ja, waren das die gleiche Frage. Ich versuche jetzt auch zu verstehen, was die Verbindung dazwischen ist. Aber ich vermute, dass wir mal mit den letzten anfangen. Also von dieser Gestaltung, was wünschst du dich eigentlich in der Umsetzung dieser Ideen? Ich fange trotzdem mal mit diesem ersten Punkt an, weil da würde ich sagen, das ist irgendwie eine andere Zugangsweise. Vielleicht habe ich das nicht gut verstanden, aber wenn es um die finanzielle Bedeutung geht, die Natur hat für menschliche Gesellschaften, dann sind wir bei einem Konzept, was weit verbreitet ist mittlerweile, was von Naturwissenschaftlern in Kooperation mit Wirtschaftswissenschaften vorangetrieben wird, nämlich zu messen die Ecosystem Services, so wird es genannt, die Ökosystemdienstleistungen. Da versucht man herauszufinden, was es wert ist, was die Natur liefert. Ein ganz klassisches Beispiel, ich habe jetzt irgendwie eine Küstenregion,
einen Mangrovenwald, da gibt es irgendwie eine bestimmte Biodiversität, aber vor allem auch einen Flutschutz. Also bestimmte Regionen dann hinter diesem Mangrovenwald sind vor Fluten geschützt. Wenn ich den abholze, kann ich ausrechnen, was es kostet, eine künstliche Anlage aufzubauen, die irgendwie den Fluten des Meeres standhält. Das wäre so eine Art und Weise auszurechnen, was die Natur sozusagen wert ist. Das kann man noch ausweiten, noch komplizierter machen. Und das sage ich jetzt nochmal, weil ich glaube, das wäre aus meiner Sicht nicht der beste Weg. Das wäre der Weg, sozusagen weiterhin Natur primär als Ressource anzusehen, sie zu ökonomisieren oder wie man sagen kann, sie zur Ware zu machen, sie zu kommodifizieren. Und im Grunde steht der Verwertung der Natur nichts im Wege, wenn wir etwas ersetzen können durch, sagen wir mal, irgendwie Roboter oder irgendwelche Dinge, die wir selber herstellen, künstlich herstellen, dann kann man auch sagen, so what, dann brauchen wir auch die Bienen nicht mehr. Wenn wir kleine, nano-große Mini-Roboter zur Bestäubung von Apfelbäumen einsetzen können, ja, dann braucht es auch keine Bienen. Dann ist das sozusagen äquivalent. Also dieser Diskurs um Ökosystemdienstleistung kennt da eigentlich keine Grenzen der Verwertbarkeit. Und mein Ansatzpunkt ist, zu sagen, ich finde diese zivilgesellschaftlichen Ansätze gut und richtig und spannend, die genau diese Grenzen der Verwertbarkeit aufzeigen wollen, die wiederbeleben Diskussionen, die eigentlich schon älter sind. Das, was ich sagte, diese ethischen Diskurse um Eigenwert der Natur, das ist teilweise 1970er, 80er Jahre gewesen und dann etwas in Vergessenheit geraten, kritisiert worden und das wird jetzt wiederbelebt. Und das wäre mein Wunsch, dass diese Sichtweisen Resonanz finden. Und ich glaube, sie können Resonanz finden, weil sie an unser Alltagsverständnis auch anknüpfen können, weil das eigentlich auch lebensweltlich die Haltung ist, die viele Menschen teilen. Nur man verbietet es sich, das sozusagen politisch zu fordern, weil man das für unrealistisch hält, weil man das für nicht modern, nicht angemessen, nicht zeitgemäß findet. Und es gilt jetzt sozusagen zu stärken, diese Sichtweise, dass es nicht verfehlt ist, sondern dass es genau richtig ist, sagen wir mal, die herkömmlichen Arten und Weisen, wie man Natur betrachtet hat, in Frage zu stellen und vor allem die menschliche Hybris, so würde ich denken, in Frage zu stellen, die glaubt, man kann alles als Mensch allein gestalten und über den Dingen stehen und als Mastermind sozusagen auch das Erdsystem dann steuern, wie beispielsweise jetzt in Fantasien das Weltklima steuern zu können. Also ich erhoffe mir davon, also ein Durchbrechen des Selbstverständnisses der modernen Gesellschaft, was ganz stark auf der Hybris der Menschen selbst beruht, sich zu erheben, sich für allmächtig zu halten. Ja, Frank, vielen Dank. Das war ein hervorragender Vortrag. Damit sind wir auch zu Ende gekommen. Ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir, dass du deine Zeit genommen hast und uns einen super Vortrag gegeben hast. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause, dass Sie das angeschaut haben und sich beteiligt haben. Wir hoffen natürlich, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind und ich hoffe, dass du gesund bleibst und dass wir einander bald wieder sehen können. Dann sage ich auf Wiedersehen und bis bald. Ich danke auch, Jost. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dorthin bleiben wir hoffentlich alle gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen.